Ich würde sagen, ich bin ein eher ruhiger Mensch, aber dennoch herzlich. Brauche ein bisschen, um mit Leuten warm zu werden. Ich bin hilfsbereit und zuverlässig. In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinem Freund oder alleine draußen, verbringe Zeit in der Natur, weil mir das auch irgendwie einen Ausgleich zu dem doch manchmal stressigen Arbeitsalltag gibt und ich da gut mich entspannen kann. Momentan bin ich auf einer der 6 Wohngruppen auf dem Schönfelder Hof eingesetzt. Wir betreuen aktuell 12 Klienten, die in Einzel- und Doppelzimmern auf der Wohngruppe leben. Wir versuchen durch unsere Unterstützung eine größtmögliche Selbstständigkeit zu fördern. Die Unterstützung kann ganz unterschiedlich und individuell sein, je nachdem, wo der Hilfebedarf liegt. Dadurch ist die Arbeit sehr abwechslungsreich und es wird eigentlich nie langweilig. Ich denke, für die Arbeit benötigt man vor allem Empathie, um sich auch in Leute reinversetzen zu können und somit vielleicht auch gemeinsam ein Problem lösen zu können. Hilfsbereitschaft ist auch wichtig, obwohl es nicht darum geht, den Leuten möglichst viel abzunehmen, sondern sie dabei zu unterstützen, Dinge selbst tun zu können. Mich erfüllen vor allem die Alltagsbegegnungen mit den Klienten und die kleinen Erfolge, wenn jemand ein Stück Selbstständigkeit zurückerlangt zum Beispiel. Natürlich denkt man auch daheim mal über die Arbeit nach, aber ich fühle mich im Team gut aufgehoben und finde da auch Rückhalt in schwierigen Momenten. Und ich weiß eigentlich, dass wir hier unser Bestes tun und das bekommen wir auch so zurück. Und deswegen kann ich eigentlich immer mit einem guten Gefühl auf die Arbeit fahren. Mein Name ist Saskia Krommes. Und Heilerziehungspflege ist genau mein Ding.